Hey, Freunde, herzlich willkommen auf Karlchen Knack. Heute Kunos erster Einbruch. Viel Spaß. Oh Mann, jetzt muss ich mein Zimmer aufräumen. Aber naja, ich bin ja fast fertig. Und Mama hat gesagt, wenn ich möchte, dass Markus heute vorbeikommt, muss ich mein Zimmer aufräumen. Also mache ich es. Aber ich hab's ja auch schon fast geschafft. Jetzt ein bisschen hier rumräumen. Kuno! Ja, Mama? Hey, Kuno, Markus ist hier. Hallo, Kuno. Ah, wie ich sehe, hast du dein Zimmer aufgeräumt. Sehr gut. Dann dürft ihr jetzt auch spielen. Viel Spaß, ihr beiden. Ich fahre gleich noch kurz einkaufen, bin dann aber auch sofort wieder da. Stellt keinen Blödsinn an, während ich weg bin. Verstanden, Kuno? Ja, verstanden, Mama. Wir sind ganz brav, versprochen. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich verlasse mich auf euch. Also dann, ihr beiden, viel Spaß. Und falls es einen Notfall gibt, ich bin ja nicht weit weg und habe mein Handy dabei. Du kennst die Nummer, ja, Kuno? Ja, wenn was ist, rufen wir sofort an, versprochen. Aber es wird schon nichts passieren. Gut, also dann, bis später und viel Spaß. Wenn ich wiederkomme, essen wir dann noch zusammen. Danke, Frau Knack. Hehe, deine Mama ist wirklich nett. Ja, das stimmt, aber manchmal kann sie auch ganz schön streng sein. Ja, meine Mama auch. Ich darf heute bis zum Abendessen bleiben. Das heißt, wir haben super viel Zeit. Was wollen wir als Erstes spielen? Wir könnten auch später mit dem Auto raus, aber das können wir erst machen, wenn Mama wieder da ist. Ich habe nämlich keinen Schlüssel. Aber wir können irgendwas hier drin spielen. Mit dem Drachen vielleicht? Das machen wir doch auch immer in der Kita schon. Vielleicht spielen wir was, was wir sonst da nicht spielen. Wie wäre es mit Verstecken? Oder Fangspielen? Verstecken ist doof, ich kenne mich hier doch gar nicht aus. Und du kennst die besten Verstecke, das ist doch unfair. Na gut, dann kein Verstecken, aber Fang vielleicht. Da kann ja nicht so viel passieren und das können wir drinnen und draußen spielen. Und dafür musst du dich hier nicht auskennen. Aber wir spielen doch nur auf dieser Etage, okay? Okay, das klingt gut. Wer fängt an? Naja, hab dich, fang mich, fang mich. Hey, das war ja gemein. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Nö. Na los, nichts da. Du kriegst mich niemals. Na warte. Hab dich. Du bist. Na warte. So, schnell weg. Hey. Hey, Markus, mach die Tür auf. Das ist nicht fair. Ja, na gut, war ja nur ein Scherz. Was ist los? Der Schlüssel ist im Schloss abgebrochen. Was, wie hast du das denn gemacht? Keine Ahnung, das ist einfach so passiert. Was mache ich denn jetzt, Kuno? Keine Ahnung. Mama ist noch beim Einkaufen und sie hat gesagt, wir sollen keinen Blödsinn machen. Oh, ich muss dich da rausholen, bevor Mama wiederkommt. Nicht, dass wir Ärger bekommen. Ich hatte letzte Woche erst Hausarrest. Ich will auch keinen Ärger kriegen. Och, Mann, was machen wir denn jetzt? Wie willst du mich hier rauskriegen? Kann ich nicht einfach durch ein Fenster klettern? Wir sind im dritten Stock, das ist doch viel zu hoch. Okay, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Papa muss irgendwo seinen Werkzeugkasten rumstehen haben. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, die Tür aufzubrechen. Die Tür aufbrechen? Kuno, wie willst du das denn machen? Und das merkt deine Mama doch bestimmt. Ach Quatsch, die Tür ist eigentlich immer auf. Sie merkt das bestimmt nicht. Warte kurz, ich bin gleich wieder da. Ich suche eben das Werkzeug. Ich glaube, ich weiß, wo Papa das versteckt. Hey, da ist es ja. Okay, mal gucken. Womit könnte man denn die Tür aufbrechen? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in mein eigenes Zimmer einbrechen müsste. Keine Ahnung, wofür die ganzen Sachen sind. Am besten nehme ich die ganze Kiste mit und dann kann ich rumprobieren. Irgendwie hole ich Markus schon da raus. Puh, die Kiste ist ganz schön schwer. Halt durch, Markus. Ich rette dich. Okay, Markus. Ich bin da. Halte durch. Dann wollen wir doch mal. Eine Stange? Nee, das hilft mir bei der Tür ja bestimmt nicht weiter. Was haben wir hier noch? Eine Säge. Sowas darf ich nicht benutzen. Das ist viel zu gefährlich. Und ich glaube, bei der Tür hilft mir das auch nicht weiter. Das vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Ich kann es ja mal versuchen. Nee, das passt da nirgendwo hin. Was ist da noch? Eine Bohrmaschine. Ich weiß nicht, wie ich das richtig benutzen soll. Und ich glaube auch, der Akku ist fast leer. Das ist so langsam. Weg damit. Was ist da noch? Ein Hammer. Damit könnte ich es mal versuchen.
Vorsicht, Markus, ich probier mal was. Und... Oh, hoffentlich klappt es. Ich will hier raus. Hey, Moment, was ist das für ein Hämmern? Das ist wirklich seltsam. Mal nachsehen, was das ist. Möchte Karl etwa ein Bild aufhängen oder was? Oh Mann, irgendwie funktioniert das nicht. Dabei ist es auch nichts mehr im Werkzeugkasten. So langsam weiß ich nicht mehr, was ich noch probieren soll. Aber ich muss Markus da doch irgendwie rausholen. Kuno, was machst du da? Huh? Ah! Papi, was machst du denn hier? Ich bin gerade nach Hause gekommen und ich habe gehört, dass hier irgendjemand einen Hammer benutzt. Anscheinend warst das ja du. Ja, ich, Was ist hier los, Kuno? Kuno, hol mich hier raus. Hey, war das etwa Markus? Ist da Markus in deinem Zimmer? Ja, wir haben Fang gespielt und dann hat er sich aus Versehen in meinem Zimmer eingeschlossen. Und dann ist auf einmal der Schlüssel abgebrochen, als er die Tür wieder aufschließen wollte. Und jetzt wollte ich die Tür aufbrechen. Aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Du möchtest lernen, wie man Schlösser knackt und Türen aufbricht? Oh, Kuno, ich bin wirklich stolz auf dich. Keine Sorge, ich zeige dir, wie das geht. Oh, wirklich? Du hilfst mir? Machst du es einmal vor? Ich zeige dir, was du machen musst und du machst es danach, okay? Oh ja, in Ordnung. Aber was für ein Werkzeug nimmt man denn dafür? Ich habe alle durchprobiert, aber sie haben nicht funktioniert. Na, ganz einfach. Man nimmt das hier. Ein Brecheisen. Die Metallstange, aber ich dachte, die wäre nutzlos. Nutzlos? Nein, die ist sehr wichtig. Geh mal ein Stück zur Seite, ich zeig dir, wie das funktioniert. Und dann kannst du es mal selber versuchen. Oh ja. Schau mal, du setzt es hier an und dann hebelst du, bis die Tür aufgeht. Willst du es versuchen? Okay, danke, Papa. Dann mal gucken. Und eins und zwei und... Fester, Kuno. Es geht nicht, ich mach schon so fest ich kann. Und zack. Yay, ich hab's geschafft. Kuno? Oh, danke, Kuno, du hast mich befreit. Ich dachte schon, ich müsste für immer hier drin bleiben. Oh, hallo, Herr Knack. Hallo, Markus. Bekommen wir jetzt Ärger? Ärger? Nein, keine Sorge, ich werde Carla nichts sagen. Aber seid in Zukunft etwas vorsichtiger, okay? Ist gut. Danke, Papi. Auch, dass du Mami nichts sagst. Kannst du mir noch mehr solcher coolen Tricks beibringen? Hey, na klar, vielleicht morgen. Aber jetzt kannst du erstmal noch weiter mit Markus spielen. Okay. Juhu. Hey Leute, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Und richtig lieb von Papa, dass er Mama nichts verrät. Sonst hätte ich bestimmt schon wieder Hausarrest bekommen. Ich hoffe, Markus schließt sich nie wieder aus Versehen irgendwo ein. Das war ganz schön gruselig. Aber jetzt spielen wir noch etwas weiter. Wenn ihr keine unserer Folgen mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Einfach hier oben klicken. Und noch mehr coole Folgen von uns gibt es hier rechts im Bild. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.